Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute ist eine spezielle Folge. Und ihr werdet euch jetzt erstmal wundern, im Titel steht Out to Lunch Game Boy. Aber das ist hier eindeutig Super Nintendo. Ja, dieses Spiel, das geht mir schon so länger so durch den Kopf und auf meine Nerven, muss ich sagen. Und zwar ist das Spiel in der Gameboy-Version schon seit Ewigkeit in meiner Sammlung und ich will immer mal wieder einen Test dazu machen. Ich starte das Spiel, ich spiele da 10 Minuten rein, komme damit nicht klar, verfluche es und nehme halt ein anderes Spiel, wo ich ein Video drüber mache. Und das ist bestimmt schon 4, 5 Mal passiert. Und in meiner Liste der zu behandelnden Spiele nagt das da irgendwie an meinem Kopf. Das steht da und ja, verhöhnt mich quasi. Und da habe ich jetzt mal recherchiert, warum komme ich mit diesem Spiel nicht klar, weil eigentlich hat das einen ganz soliden Eindruck gemacht. Und da bin ich über einen Test gestolpert. Und das zeige ich euch jetzt, weil das erklärt, glaube ich, ziemlich gut genau, warum das so auf den Gameboy schlecht ist. Es liegt nämlich an der Portierung. Und dafür möchte ich euch jetzt kurz mal die Super Nintendo-Version zeigen, um damit wir mal einfach mal so ein bisschen einen Unterschied haben. So, also. Das Spiel ist eigentlich, wie gesagt, relativ sympathisch. Ja, komm. Ja, ich würde es gerne starten. Und zwar spielt hier einen kleinen Koch. Ne? Genau hier in Schweiz wird auch gleich das erste Level sein. Und es ist halt ein bisschen Arcade-artig. Das heißt, ihr seht es selber, es ist einigermaßen aufgeteilt. Eure Aufgabe ist es dann natürlich hier diverse Sachen einzusammeln. Und vor allem eure Aufgabe ist es hier, diese wild gewordenen Zutaten, sage ich mal, einzusammeln. Das macht ihr, indem ihr, na, ich gucke gerade mal, zack, auf den Kopf springt. Und die dann mit dem Netz einfangt. Ne? Soweit, so gut. Die Level sind jetzt hier alle so ungefähr so aufgebaut, wie es hier halt ist. Ihr könnt hier eigentlich ganz gut rumnavigieren, habt eine ganz gute Übersicht. Ich sag mal, ist jetzt nicht so. Okay. ich habe ja das Gefühl, bei dem Pilz, da gehe ich jetzt gleich drauf, wenn ich den berühre. Aber wie gesagt, es ist es halt nicht gerade, wo ich jetzt sagen würde, boah, dafür muss ich jetzt mal Super Nintendo unbedingt anschalten. Mama, Papa, genau dieses Spiel hier brauche ich zu Weihnachten. So ist es nun wirklich nicht. Zack, zack. Okay. So, jetzt habe ich den Pilz endlich eingefangen. Aber wie gesagt, es ist halt ein netter Arcade-artiges Spiel. Ich denke mal, abgesehen von diesen etwas. Jetzt habe ich den Pilz verloren. Also, wenn ihr verletzt werdet, dann verliert ihr halt das, was ihr schon eingesammelt habt. Ja. Ich glaube, ich muss zu dem Spiel echt nicht so viel mehr sagen, weil ihr kriegt im Prinzip genau das, was ihr hier seht. Die Musik ist zwar vielleicht ein bisschen nervig, aber richtig schlecht ist es nicht, dass es jetzt irgendwie in die Quäzig-Serie kommen würde. Auch wenn es irgendwie gefühlt so vom Intro her und sowas mehr verspricht, als es denn hält. Aber ich will das Video nicht allzu lang machen. Wir steigen jetzt in die Gameboy-Version ein. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sehen, okay, hey, die Aufmachung sieht doch eigentlich ganz okay aus. Wo ist jetzt das Problem? Ne? Also sogar hier diese Menükarte, das haben sie einigermaßen gut portiert. Wo ist das Problem? Auch hier, es ist exakt dasselbe Level. Aber könnt ihr jetzt erahnen, wo das Problem ist? Während hier in der Super Nintendo-Version eine viel weitere Übersicht hattet. Ihr wusstet jetzt ganz genau, wo muss ich hier beim Level hoch, wie sieht das aus? Haben sie es halt nicht vernünftig portiert und hier auf den Gameboy ist die Übersicht einfach komplett flöten gegangen und dadurch habt ihr überhaupt keine Orientierung. Ihr seht, erinnert ihr euch vielleicht hier diese Situation hier mit dem, ne, mit der Sprungfeder. Ich konnte da irgendwie gefühlt einen kompletten Bildschirm noch weiter gucken. Und so wisst ihr immer nie, wo es hier lang geht. Und dadurch wird das hier alles viel, viel schwerer gemacht, als es eigentlich nötig ist. Und das verstehe ich nicht, ne? Jetzt habe ich hier eine andere Waffe. Ja. Muss mal gucken, wo hier das Netz ist. Aber dadurch,
ist das halt immer so eine gemischte Tüte. Wo komme ich hin? Auch mit der Sprungfeder nach oben wisst ihr nicht, wohin. Also grundsätzlich ist das hier alles einigermaßen vernünftig portiert worden, ne? Die Musik passt, Grafik ist einigermaßen angepasst worden, aber die Übersicht geht aber wirklich komplett flöten. Und dadurch stolpert man hier so orientierungslos durch die Level und weiß einfach nicht, was man machen soll. Und das finde ich wirklich schwer. Komm mal her. Na, mal gucken. Na. So. Das habe ich hier eingefangen. Das ist aber alles. Es ist halt viel sperriger. Und dadurch kommt halt nicht so wirklich ein großes Spielevergnügen auf, finde ich. Weil man einfach, ne, hier blind rumstolpert. Wobei das Prinzip hier auf den Gameboy, das hätte ja gut gepasst. Ne? So ein kleiner Arcade-artiges Spiel, sage ich mal. Musik passt, die ist schön fröhlich. Ja, so. Ja. Der Pilz bleibt doch hier. So. Aber die hätten einfach den Bildschirmausschnitt etwas verkleinern müssen. Meinetwegen, dass das Männchen dafür etwas kleiner, ne? Ist klar. Und dann hätte das alles gepasst. Jetzt habe ich den Pilz verloren. Ich bin auch nicht gut in dem Spiel, das muss ich natürlich auch dabei sagen. Aber das ist halt so ein großes Beispiel an, ja, coole Idee mit der Portierung. Prinzipiell ansatzmäßig auch sehr vernünftig, aber ich weiß nicht. Das musst du irgendwann mal Test gespielt haben, beziehungsweise eben gerade nicht. Also zumindest kein Spieler, der das irgendwie direkt mitprogrammiert hat, weil dadurch, dass sie natürlich wussten, wie die Level aufgebaut sind, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja passt doch, ich weiß doch, wohin ich muss. Wahrscheinlich hier nach oben. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich auch sagen, Panda, was laberst du da? Nach oben natürlich. Und da sind überall Früchte. Aber nee, ich komme da nicht drauf klar. Ich weiß, vielleicht sieht es bei euch anders aus, aber das ist wirklich wie dieses Gefühl immer, als ich das immer angespielt habe, von mir so, okay, da passt halt irgendwas nicht, ne? Und genau das ist es. Und das wollte ich euch im Prinzip in diesem Quetzig-Video zeigen. Also im Prinzip, es hätte wirklich ein nettes Spiel werden können. Hätte. Wurde es aber leider nicht. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr diesen Double Feature, nenne ich es mal, über zwei Systeme dieses Mal reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.